Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu meinem Mutter-Best-of. Ich hoffe, ihr seid absolut ready, denn jetzt geht's los. Let's go! Mama, ab ins Bett, es ist 23 Uhr. Ich muss dir was sagen. Was ist denn jetzt schon wieder? Wir frühstücken morgen in der Schule und ich muss da ein paar Sachen mitbringen. Dir ist schon bewusst, dass es Sonntag und gleich Mitternacht ist. Was brauchst du überhaupt? 20 Croissants, 15 Liter Milch und du sollst noch einen Kuchen backen. Was? Und seit wann weißt du das? Erst seit einem Monat. Oh. Ich besorg dir das morgen früh. Danke, Mama. Und nächstes Mal sagst du früher Bescheid. Hallo. Ach du Scheiße. Einmal nach Hause, bitte. Ja, da gehörst du jetzt auch hin. Ich bin ein bisschen betrunken. Merkt man gar nicht. Und Raucher bist du jetzt auch noch. Aber nicht meiner Mama sagen. Was habe ich bloß falsch gemacht? Danke, Papa, dass du mich abholst. Du bist viel cooler als Mama. Levin, ich bin's Mama. Dafür, dass du mich abgeholt hast, werde ich Mama auch nicht sagen, dass du sie mit Tanja betrogen hast. Mama, kann ich das neue Spiel haben? Alle meine Freunde haben das auch. Mir ist egal, ob das deine Freunde haben. Nein heißt Nein. Ende der Diskussion. Aber Mama, ich habe Nein gesagt. Du lebst unter meinem Dach. Ab in dein Zimmer. So eine blöde Kuh. Ja, Oma, vielen, vielen Dank. Du bist die beste Oma der Welt. Hab dich lieb. Ciao. Oh mein Gott. Levin, ich hab dir gesagt, du darfst es nicht spielen. Jetzt knallt's. Ah, Mama, warte. Du Pisser. Hi, Levin, ich würde dir gerne meinen neuen Freund vorstellen. Kein Interesse, danke. Hi, Großer, was geht? Oder sollte ich lieber sagen, Super Smasher 103. Was? Den Namen habe ich seit 5 Jahren nicht mehr benutzt. Ja, genau. Weißt du nicht mehr? Das große Turnier. Du gegen mich. Du hast mich vor allen hochgenommen. Und ich habe dir gesagt, ich werde deine Mutter ficken. Nein. Ich gehe dann mal an die Arbeit, du Pisser. Levin! Ja? Was hast du da gerade gemacht? Warum erschreckst du dich so? Wer, ich? Nein, das, nichts. Ich hab's doch gerade gesehen. Gib mal her. Nein, halt. Letzte Chance. Sag mir, was du gemacht hast. Ich hab nur Babykatzenvideos angeschaut. Oh, ich liebe Katzen. Nein, nein, stopp, es war doch... Ihhh, du Wutz. Wie man früher seine Eltern ausgetrickst hat. Mama, darf ich heute bei Franz schlafen? Keine Ahnung, frag Papa. Papa, darf ich heute bei Franz schlafen? Frag Mama, weiß ich nicht. Ey, Mann. Ich hab ne Idee. Mama, Papa hat ja gesagt. Gut, dann bis morgen. Papa, Mama hat's erlaubt. Okay, dann viel Spaß. Ich bin so schlau. Wenn deine Mutter dein Zimmer aufräumt und deine Tücher findet. Alles muss man hier alleine machen. Nicht mal sein Bett kann der aufräumen. Warum sind denn da so viele Tücher? Hat er wieder Schnuppen oder was? Levin! Ja, Mama? Räum mal deine Rotztücher auf. Ah ja, der Schnupfen. Das ist wie bei deinem Vater mit den Tüchern. Warte, was? Wenn man was Falsches zu seiner Mutter sagt und sie dann so macht. Es reicht jetzt! Ich hasse die. Was? Du hasst mich? Nein, ich... Du hättest es nicht gesagt, wenn du es nicht so meinst. Du hasst mich. Okay, du wirst sehen. Mama, kannst du mir das Müsli vom Schrank holen? Mm-mm, du hasst mich, weißt du noch? Mama, kannst du schauen, ob die Hausaufgaben richtig sind? Nope, du hasst mich, weißt du noch? Mama, was machst du zum Mittag? Essen, aber nicht für dich. Du hasst mich, weißt du noch? Wenn man versucht, alles auf einmal zu tragen und das passiert. Levin! Ich bin vom Einkaufen wieder da. Bitte trag die Sachen in die Küche. Oh Mann. Aufstehen sofort. Du liegst den ganzen Tag nur faul rum. Ich komme. Lauf lieber zweimal. Das sind viele Sachen. Was für zweimal laufen? Wie sehe ich aus? Das schaffe ich auch bei einem Mal. Hast du jetzt doch alles auf einmal genommen? Ich warne dich. Lass nichts fallen. Ja, normal. Keine Angst. Ich kann das. Mein schöner Joghurt! Wenn du mit einem Freund nachts betrunken heimkommst. Sei leise, meine Mutter schläft. Tut mir leid, Chef. Oh, Scheiße. Was ist denn jetzt schon wieder? Willst du noch was essen?
Nee, mir ist schlecht. Geh aufs Klo. Warum seid ihr denn so laut? Nichts, Mama, alles Paletti. Du bist schon wieder zu wie ein Handbrems. Nee, ich bin voll da. Was macht der Schnürschuh im Klo? Der ist nur Pipi machen. Das hört sich aber anders an. Ab ins Bett jetzt sofort. Ab in dein Zimmer, Levin. Jedes Mal nach einem Streit. Immer ich, immer. Niemand mag mich hier. Ich hau ab. Ich bring mich jetzt um. Hast du Hunger? Dann komm, Essen ist fertig. Wenn man denkt, dass niemand zu Hause ist. Hallo, ich bin wieder da. Hallo? Mama? Jemand zu Hause? Jackpot! Die 6 in Mathe erzähle ich meinen Eltern gar nicht. Die checken das eh nicht. Interessant! Wenn man nach 8 Stunden Schule nach Hause kommt. Hallo, wie war's in der Schule? Sag mal, was machst du da? Lass mich in Ruhe, ich will pennen. Aufstehen sofort, wir gehen jetzt zu Oma. Wenn man als Kind früher Alkohol getrunken hat. Wow, Mama, das Essen schmeckt heute mega gut. Wow, du kannst auch mal loben. Liegt an der neuen Soße, die mit Wein gekocht ist. Was? Mit Alkohol? Ja, aber nur für den Geschmack, da spürt man nichts. Ich fühle mich jetzt schon voll betrunken. Was ist falsch mit dir? Ich bin jetzt offiziell Alkoholiker. Wenn deine Mutter plötzlich Instagram hat. Levin, folg mir mal auf Instaschwamm. Was? Wieso hast du das? Alle meine Arbeitskolleginnen haben das auch. Ich werde jetzt Influencer. Oh Gott. Ich will aber nicht, dass du meine Bilder siehst. Wieso nicht? Was ist auf deinem privaten Account? Du lebst unter meinem Dach, ich will das sehen. Oh, na gut. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, du bringst am Freitag einen Song raus. Das sind Bilder, wo du getrunken bist. Oh mein Gott, da bist du halbnackt. Chill mal, das machen alle. Sowas will ich aber nicht sehen. Wenn dich deine Mutter betrunken von der Party abholen muss. Ich ruf mal seine Mutter an. Heiligsblechle, 1 Uhr nachts, was ist denn jetzt los? Dem Levin geht's nicht gut, der hat was Falsches gegessen. Was Falsches gegessen, genau. Der ist wahrscheinlich zu wie ein Handbrems. Ich komm. So, ab jetzt, wir gehen. Mama, was machst denn du hier? Ist die Party schon vorbei? Für dich ja, Abflug jetzt. Merkt man, dass ich was getrunken hab? Nö, überhaupt nicht. Du kannst ja nicht mal stehen. Aufstehen jetzt, die Leute schauen schon. Die vier Runden Bierpong waren doch zu viel. Laufen kann ich aber noch. Reiß dich jetzt zusammen, sonst hagelt sie gleich Trompeten. Bin wieder voll da. Wenn man früher alleine an der Kasse war. Oh, ich hab was vergessen. Ich komm gleich. Okay, Mama, mach schnell. Der Nächste bitte auflegen. Oh nein. Mama! Mama! Okay, das macht dann 210 Euro, bitte. Mama! Diesen Trick hat früher jeder gemacht. Yo, Bro, hast du heute Lust, bei mir zu schlafen? Ja, mega Idee. Dann frag mal meine Mutter. Aber warum soll ich denn fragen? Ist doch deine Mutter. Ja, aber bei mir geht es nicht. Schau. Mama, darf Nils heute hier übernachten? Nein, und jetzt hör auf zu nerven. Du siehst doch, dass ich am Arbeiten bin. Also, du musst fragen. Okay, jetzt habe ich aber Angst. Jetzt mach schon, bei anderen ist sie ja immer super nett. Frau Ray, darf ich heute hier übernachten? Ja, natürlich darfst du. Ich mache euch gleich Abendessen. Wir dürfen. Yippie! Wenn meine Freundin das erste Mal bei mir übernachtet. Wie sieht's denn hier aus? Wie bei Hempels unterm Sofa. Den rufe ich jetzt mal an. Ja, Mutter? Sag mal, übernachtet ihr jetzt öfters bei uns? Weiß ich nicht. Und das Bett könnt ihr dir auch mal machen? Ja, mach ich später. Brauchst du nicht, mach ich jetzt schon. Alles okay? Ja. Bei euch ging's aber ab letzte Nacht, man hat euch bis runter gehört. Mama! Ihr benutzt ja hoffentlich Kondome, ich will nicht schon Oma werden. Ja, Mama, ist gut jetzt, ich bin nicht dumm. Schatz, ich fahr mal kurz rechts ran, ich muss mich seit heute Morgen ständig übergeben.
wenn meine Mutter von einem schlechten Tag nach Hause kommt. So ein Scheißtag! Mal sehen, was der Bengel macht. Levin, du chillst nur rum! Und wie sieht's hier schon wieder aus? Wie im Saustall! Flotti Karotti, aufräumen jetzt! Ich freue mich auch, dich zu sehen. Du kannst doch mal ein bisschen was im Haushalt helfen. Du machst gar nichts. Immer nur am Tickmocken. Aber... Nichts aber. Alles muss man dir hinterherräumen. Wie dem Prinz vom Samunda. Aufräum jetzt, sonst gibt's PC-Verbot. Hä? Wenn man seine Mutter aus Versehen beleidigt. Jetzt reicht's. Ab in dein Zimmer. Jedes Mal sagst du nein, du dumme Kuh. Ups.